Herzlich willkommen zu Pokémon X, einer neuen Folge. Es würde ja auch mal wieder höchste Zeit. Und wir müssen in dieses Café, meine ich, so waren wir beim letzten Mal, genau. Da sagte man ja auch, hier muss man Kaffee trinken kommen. Auf der Rhein. Nervensäge. Die Musik verspricht schon mal ganz Tolles. Ich mach mal kurz die Musik hier beim Emulator ein bisschen lauter. So. So sollte es gehen. Ich würde mal sagen, packen wir nach vorne. Mona Goras, komm. Mona! Heute solltest du besser das weitersuchen, sonst gibt's Ärger. What? Ist klar, Team Flair Rüpel als Kellner verkleidet. Richtig geil. Oh, das ist kacke. Irokek stinkt nach Scheiße. Oh ja, Goras. Mona Goras, haben wir einen Angriff, der. Eigentlich schon. Dragonclaw. Voll cool. Prüfen wir nochmal ein schönes Erdbeben raus. Jawohl. Das war's mit Irokex. Oh, ich finde das so herrlich, ne? Dass dieses Team Flair Versteck ist auch total cool. Nur die rote Uniform von Team Flair fehlt einfach das gewisse Etwas. Da hat er recht. Ah, ist das schön. Oh nein, er findet noch heraus, dass die Losungsworte für die Geheimtür hier im Café Sesam öffentlich sind. Voll geil. Hallo du. Mach dich am besten wieder aus dem Staub, sonst könnte es heute ungemütlich für dich werden. Finde ich einfach wirklich nur total geil, dass sie das so eingesetzt haben. Team Flair Rüpel. Oh, die sieht aber auch voll süß aus. Leopard da. Drachenklaue. Boah, voll weggefegt. Das war's. Ach, was herrlich. Wenn es so weitergeht, stolpern wir noch über die geheime Geheimtür, die zum Labor führt. Ja, hier gibt's ja nicht viel, was irgendwie zum Labor führen kann. Das verdächtige Möbelstück war in Wirklichkeit eine Geheimtür. Doran sagt die Losungsworte von der Tür, Sesam, öffne dich! Anstatt den Schrank auch einfach mal an die Seite zu schieben. Aber ja gut. Richtig geil. Und hier ist wirklich Labor von Flordelis. Hier ist wirklich ein Labor, ne? Ich meine, das musste immer Illumina City. So, ja, einfach mal ein fettes Labor hier drunter. Richtig krass. Oh! Oh, hallo Chef! Willkommen. Die Welt ist in einem Totentiefpunkt angelangt. Es ist unmöglich, das Leben zu retten. Nur die Auserwählten werden die Fahrkarte, die Zukunft in den Händen halten. Willst auch du eine dieser Fahrkarten lösen oder willst du mich aufhalten? Gib mir deine Antwort im Kampf. Oh yes, Flordelis. Ein Kampf gegen den Chef von Team Flair. Vier Pokémon. Richtig krass. Ja, der Chef von Team Flair fordert uns zum Gefecht. Okay, Lebenfu ist schon mal. Noch mal Tarnsteine. Können wir ein bisschen ärgern. Richtig cool. Sahne! Drachenklaue. Könnte Linfu, müsste Linfu auch, ich wollte gerade sagen, auch erledigen, da Linfu jetzt noch nicht so viel auffällt. Was kommt denn als nächstes? Oh, sein Gyarados. Wow. Okay, gleich in die Vollen. Was machen wir denn gegen Gyarados? Frogger, komm mal rein. Das frisst erstmal schön durch die Tarnsteine. Giffy! Oh,
Okay, Erdbeben ist uncool. Nein, das killt sogar. Oh, war ein Crit. Ah, schade. Okay, uncool. Dann würde ich sagen. Ja, ist eigentlich scheißegal, was wir reinhauen. Haut die so oder so weg. Uiuh. Wasser gegen Wasser. Wir zeigen mal eine Mega-Entwicklung. Jetzt bomben wir dich mal richtig weg hier. Yeah. Mega Tour Talk. Ja klar, Wutanfall. Feuer! Oh, Wassersäulen machen. Kramworks, oh nice. Da holen wir doch unser eigenes Flugprogramm rein. Aber es wird von Spitzenstein getroffen. Oh. Dann machen wir mal Aehoas. Fairmarks! Voll cool, das Poke. Und Pyroleo, ja, da müssen wir natürlich auch unser Feuerpoke reinholen. Damit das Ganze auch cool wirkt. Ja, es muss natürlich auch richtig nice wirken. Wow. Wir haben mittlerweile festgestellt, Gyarados ist sein stärkstes Poke gewesen. Kurama, Psychokinese. Oh, ups. Das muss ich wohl mal spannender machen hier. Die sind ja so alle weg. Wahrhaftig, tief in deinem Herzen lodert die Flamme der Überzeugung. Oh, mal 9800 abgezwackt. Danke. Du und dein Pokémon-Team. Ihr meint es also ernst. Vorzüglich, ganz vorzüglich. Du bist hier, um mich aufzuhalten. Doch hör mir zu. Einst hatte ich vor, mit dem Profit meines Labors die Menschheit, die ganze Welt zu retten. Aber meine Mühen waren vergebens. Die Welt ist einfach zu groß. Ein einzelner Mensch wie ich könnte die Menschheit niemals zur Vernunft bringen. Also fasste ich den Entschluss, meine Ziele mit Gewalt durchzusetzen. Ich erwarte nicht, dass du jemals verstehst, was ich denke und was mich antreibt. Versuch ruhig, die ultimative Waffe aufzuhalten. Doch dafür wirst du unser Labor erforschen und gegen alle hier kämpfen müssen. Eine der Wissenschaftler von Team Flair hat den Liftschlüssel. Alles und jeden retten zu wollen. Dieser völlig unrealistische Wunsch ist es, der die Welt so peinigt. Und wir bleiben auch einfach stehen und warten ab, was passiert. Ja, wir warten einfach. Ja, wir stehen hier und warten und auch, ja. Die jetzt erstmal heilen, denn Frogger ist tot. Dann beweg dich. Please, Rose. So. Ist natürlich ein bisschen doof, dass mein süßer Frogger sofort gestorben ist. Ja, komm. Erdbeben. Wer riecht das denn? Erdbeben, Wutanfall. Ich meine, das Gyarados ist auch ein bisschen overpowered stark, ne? Aber das ist Gyarados halt. Ich meine, hätten wir eine Elektroattacke, dann wäre dieses Gyarados sofort weg gewesen. Das wäre so. Früher weiß ich noch, da habe ich das Café nie gefunden. Da habe ich mich mit dem Taxi herfahren lassen. Hat aber Schweinegeld gekostet, aber gut. So, wir kommen hier nicht rein. Müssen also, ups, ja, erstmal hier richtig nice Rätsel lösen. Ja doch, Monagoras darf ruhig vorne bleiben. Hat gute Attacken. Ups, da geht's gleich weiter. Die guckt mich an. Was macht der da? Ja, das können wir uns schenken hier. Das bringt nichts. Was macht der Typ denn da? Na komm.
Schwupps, bist du weg. Schwupps, bist du weg. So läuft das hier. Und schwupps, bist du weg. Schwupp weg. Damit habe ich gerechnet. Deswegen ist unter anderem auch Monaco was vorne geblieben. Denn ein Schwupp weg sollte nicht wirklich ein Erdbeben aushalten. Wo es auch kein Stat ist, aber Monaco ist ein super Angriff. Ja. Man beachte mal, die Trainerin hier hat einen Schwupp weg auf 46. Der stärkste von Flordelis war das Gyarados auf 47. Was 49? Nein, war 47. Aber man bedenke das mal, ne? Ich meine, die Rüpel sind fast so stark wie der Chef selbst. Ich finde das cool. Und die sind auch. Es ist jetzt nicht so, dass Flordelis völlig overpowered wäre, sondern dass die wirklich mal nachgehen. Oh. Also, dass die ungefähr gleich stark sind. Das hast du ja bei vielen anderen Pokémon-Spielen nicht gehabt, dass das Team der Untergebenen, die Rüpel, viel schlechter waren. Hier geht das eigentlich, ne? Die kennen wir doch. Wenn das nicht mal, wenn das mal nicht der faszinierende Trainer von Karas Kraftwerk ist, so trifft man sich also wieder, genau wie ich es gesagt hatte. Wer hätte das gedacht? Team Flair Aliana. Zwei Pokémon. Magnaien. Magnaien. Ja, cool, erstmal so ein fetter Drache da. Für T-Rex. Nice. Okay, Magnaien ist anfällig gegen Kampfattacken. Die habe ich nicht, deswegen muss eine Drachenklaue hier halten, die mit Step arbeitet. Mhm. Halt eine Sperre. Das ist nicht so schlimm. Ah. Ich muss keine Items einsetzen. Ich hab die Drachenklaue. Oh, besiegt. Tadam. 54. Dadam. Boah, der Angriff. Alter, der Angriff hat das erste Mal jetzt die KP überstiegen. Richtig nice. Boah, Shadrago, da bleiben wir drin. Shadrago ist ein Drachen-Pokémon. Ich habe zwar durch den Bedrohung gesenkten Angriff, aber. Der Drachenklaue sollte trotzdem massig Schaden machen, also mit dem Shadrago. Jo, steht noch. Beeindruckend. Das tut jetzt allerdings weh. Der hier ist nicht gedacht, dass das Shadrago das überlebt. Tada. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Frogge. Matschbombe. Ein Spezialmove, so ein Käse. Aber Matschbombe ist geil. Soll ich Matschbombe erlernen lassen? Oh scheiße, Vergeltung bleibt. Gift-Heat bleibt auch. Stärke sowieso. Der Tiefschlag könnte mal weg. Ja, komm. Ich habe genug Unlichtattacken, ich brauche keinen Tiefschlag. Ja. Erstmal alle Level abkommen. Verdammt! Du bist mir mein interessanter Trainer, augenscheinlich weit nützlicher als die Rüpel. Natürlich, Mann. Sieht zwar nicht so schick aus, aber natürlich. Den Schlüssel habe ich zwar nicht, aber ich lasse dich trotzdem vorbei. Dafür ist Waffel, deswegen wollte ich es nehmen. Das da. Oh, Anfang. Ja, ja, jedes Wurfeld wollen wir doch eben benutzen. Jetzt nehmen wir das. Nein, Spaß. Weiter geht's. Whee! In die Ecke kotzt. Oh ne, du musst erst besiegt werden, Rüpelein. Gut sauer, so bist du Stoff. Der Vorstand lobt dich. Bist du brav gemacht? Bist du feiner Rüpel? Wer ist ein feiner Rüpel? Jo, wer ist ein feiner Rüpel? Ja, du bist ein feiner Rüpel, du hast dich ganz fein gemacht. Ja, so wird man hier gelobt. In Pokémon, das ist halt so, ne? So, der Schubweg ist auch weg. Okay, Probleme. Hochwert. So, noch Kleoparde. Oh, Vorderlein. Mein Taxi-Quark, kann man Vergeltung machen. Oh, das ist doch schön. Der macht eine Vergeltung gleich. Doppelt Spaß. Wow. Yay. Oh,
Hornet ist auch aufgestiegen. Guck mal, die sagen doch alle, schließt dich uns an. Ich schließe mich euch doch an. Wenn ich die rechte Hand vom Boss werde oder der Boss selbst. Nee, Moment. Dann sagen sie, ja, mach mal die rechte. Nee, warte mal. Muss schon der Boss werden. Aber Flordelis ist, halt, ist weit cleverer als wir. Hm. Wie viele Spezialangriffe hast du? Wow, der geht aber noch. Der Spezialangriff von Toxicroak geht aber eigentlich noch. Der fällt mir wohl mit. Das ist eine Matschbombe gar nicht so schlecht. Ja. Besonders mit Giftstich. Ja, den Posten von Flordelis, glaube ich, würden wir nicht gut ausfüllen. Was wollt ihr denn hier? Ist auch keine Spur von ihm. Ich spinne wieder. Du, dann kannst du uns vielleicht weiterhelfen. Wir suchen nach einem Baum hohen Kehl. Und das ist keine Übertreibung, er ist ungefähr so groß wie ein komplett ausgerolltes Gebiet des Landes. Uns kam zu Ohren, dass Team Flair aus irgendeinem Grund ebenfalls nach ihm sucht. Was genau er mit Team Flair im Hut hat, ist allerdings noch nicht klar. Ich habe hier übrigens etwas für dich. Nimm die hier bitte an dich, Duran. Mit Beleber. Cool, dankeschön. Wo er denn? Oh, cool, das waren mehrere. Ach Mist, ich hätte eigentlich so tun müssen, als kenne ich seinen Namen nicht. Ich habe übrigens nur geraten, dass du so heißt. Eigentlich kenne ich deinen Namen gar nicht. Weiter im Text. Ein gewisser Professor hat uns geschickt, um Team Flairs Hand wegzulegen. Du bist aus demselben Grund hier, stimmt's? Setz dich keine unnötigen Risiken aus. Ja, und der bleibt einfach stehen. Ist immer gut. Ich muss jetzt an meinen Schreibtisch. Ey, ich will mich da hinsetzen. Kein Item. Dann gehen wir halt wieder. Tschüss, Leute. Steht weiter nur sinnlos darum. Ich muss was tun. Oh, da geht's nicht weiter. Ist auch nicht weiter. Von da kommen wir. Dann müssen wir diesen Weg nehmen. Da geht's runter. Waren wir da schon? Kann wohl sein. Aber wir können nur den Weg nehmen, ne? Dann gehen wir den Weg. Hui! Ups. Ah, jetzt sind wir hier. Aha. Ja, holen wir so erstmal das Team Flair-Member. Guten Tag. Jetzt wird gepflegt gekämpft. Ja, es wird gepflegt gekämpft. Na dann, komm. Schöner Start, schöner Start. Ich wäre auch mal dafür, weil das hätte auf jeden Fall einen gewissen Anreiz. Aber Fun Factor, wenn man hier einen Only-Run drauf machen würde. Einem Starter ein Oliver? Bestimmt cool. Magnaien, wenn wir auch drin. Ich glaube, das wäre ganz offensichtlich. Magnaien hat ja nicht mal gewiss Bedroher. Ach Gott. Adelto, du greifst mich an. Ich hau dir auf die Klappe. Sehr gut. Ihr kriegt der Tower das jetzt an, ihr sagt? Ja, ja. Heul du nur rum. Was haben wir denn hier? Sind hier die Betten? Ja! Du, da, warum musstest du das Bett... Was? Warum musstest du das Bett so intensiv? Intensiv? Hast du etwa vor, dich aufs Ohr zu hauen? Und noch was. Kennst du dich mit dieser TM aus? Dankeschön. Das ist auch so doof, ne? Das ist eine Logik, die gibt's gar nicht, ey. Du kannst hier in den Betten pennen. Du kannst hier einfach pennen. Im Gegner, als ob dich hier keiner kennt. Hier auch. Gibt's denn sowas? Warum trägst du ja nicht das geniale Outfit von Team Flair? Ach, verstehe. Du willst nicht, dass es im Bett Falten schlägt. Habe ich recht? So, gute Nacht. Da steht ein kuschelweiches Bett. Das sieht aber nicht so aus. Möchtest du dich ein bisschen ausruhen? Ja, klar. Du legst ins Bett und schläfst sofort ein. Der pennt einfach da. Warum? So, mein Team ist gepflegt und topfit. Wir können also direkt weiter stürmen. Aber wir stürmen erst im nächsten Part weiter, Leute. Bis dahin, macht's gut. Ciao.